Herzlich willkommen zu Spirit. Aus einem sinnlichen Topmodel hat sie sich in ein spirituelles Topmodel verwandelt. Amada Rosa Perez aus Kolumbien. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen im Film Mary's Land. Ich habe Amada Rosa Perez heute zu Gast bei Spirit. Sehen Sie nun den zweiten Teil eines Gesprächs. Herzlich willkommen, Frau Perez. Muchas gracias. Vielen Dank. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir über Ihre Bekehrung gesprochen. Sie hatten eine große Beichte. Nun ist Ihre Bekehrung nun schon eine ganze Zeit vorbei. Warum beichten Sie heute noch gerne und häufig? Meine erste Beichte war eine sehr umfangreiche Lebensbeichte. Aufgrund meines vergangenen Lebens und allem, was ich in der Vergangenheit getan hatte. Aber je mehr Tage verstreichen, desto bewusster wird man sich der eigenen Schwäche und desto häufiger kommen die Versuchungen. Und desto mehr merkt man auch, dass man nicht perfekt ist und dass man diese Vollkommenheit, wie sie die Heiligen erreicht haben, nur mit Hilfe der Gnade Gottes erreichen kann. Ich bin eine Person, die viele Schwächen und Fehler hat, die zu verbessern sind. Deshalb habe ich mich wieder dem Glauben zugewandt. Denn wenn selbst ein Heiliger 7-mal am Tag sündigt, wie es Gottes Wort sagt, dann stellen sich erst mich Sünderin vor. Natürlich falle gerade ich immer wieder. Wir alle werden immer wieder versucht, doch das Wichtige ist, sich seiner Schwächen bewusst zu sein. Habe ich zum Beispiel eine unverschämte Antwort gegeben, eine Person verletzt oder belogen? Oft beichten wir all diese kleinen Dinge gar nicht, all diese lässlichen Sünden, den Zorn, die Völlerei, die Unzucht, schlechte Gedanken oder die Sünde durch Unterlassung, dass man etwas hätte tun können, es aber nicht getan hat. Einen Gefallen zu verweigern, den man hätte erfüllen können. Man könnte sich fragen, wieso sollte man diese kleinen Dinge auch beichten? Doch vor Gott sind sie sehr wichtig. Das Lesen von heiligen Biografien hat mir geholfen zu erkennen, dass sich diese lässlichen Sünden anhäufen, wenn man sie nicht beichtet. Sie sammeln sich zu einer großen Masse an und Satan, der Ankläger beim jüngsten Gericht, hat eine Liste von all dem, was man je getan hat. Daher ist dies so wichtig und auch, um in der Gnade Gottes zu stehen und die Kommunion so zu empfangen, wie es sein sollte, mit einer reinen Seele und in seiner Gnade. Die Amada Rosa Perez von 2008 ist nicht die gleiche wie die von 2017. Worin liegen die wichtigsten Unterschiede? Soy una persona nueva en Cristo. Ich bin eine neue Person in Christus, Gott sei Dank. Viele meiner Träume sind wahr geworden. Ich lebe ein völlig anderes Leben, ein schlichteres. Und ich könnte sagen, ein Leben fern der Kameras und des Glanzes. Aber hier bin ich wieder im Fernsehen. Ich benutze all diese Talente und Begabungen, die Gott mir schenkte, in seinem Dienst. Ganz anders als zuvor und nicht mehr im Dienst der Welt. Mir ist klar geworden, dass ich geliebt werde, aber nicht nur für mein Aussehen, sondern weil ich ein Kind Gottes bin. Ich wurde geboren, um von ihm geliebt zu werden. Jetzt weiß ich, dass ich kein Objekt bin. Ich reduziere mich nicht mehr als Frau oder verdinge mich nicht mehr, um eine Ware zu zeigen, um Produkte zu verkaufen oder vor einem Kühlschrank oder einem Auto zu posieren. Ich habe eine Würde als Frau und deshalb verdiene ich Achtung. Ich liebe mich selbst und kleide mich, wie es sein sollte.
Ich habe eine spirituelle Routine, die genauso wichtig ist, wie jeden Tag aufzustehen, mich zu baden, meine Zähne zu putzen, zu essen. Aber meine spirituelle Routine besteht daraus, morgens aufzustehen, meinen Vater und meine Mutter, die seligste Jungfrau Maria im Himmel zu begrüßen, all meine Tätigkeiten des Tages in Gottes Hände zu legen, den Rosenkranz zu beten, in die Messe zu gehen und das Allerheiligste zu besuchen. Das ist zu meiner Priorität geworden. Früher ging ich stattdessen ins Fitnessstudio oder einkaufen, all diese oberflächlichen Dinge. Heute verbringe ich mehr Zeit mit meiner Familie. Ich helfe den Menschen, die mich um meinen Beistand, um einen Rat oder eine Orientierung bitten. Es hat sich alles geändert, denn jetzt weiß ich, dass ich eine bedeutende Persönlichkeit bin. Ich bin hier, um die Spuren Jesu und Marias zu hinterlassen und nicht, um Topmodel zu sein. Einfach nur, um eine Frau zu sein, wie es Pater Pio ausdrückte. Ich möchte nur ein armer Mönch des Gebets sein. Nur eine Hausfrau, eine Ehefrau, eine Mutter, die betet und dem Herrn dient. Sie haben eine sehr innige Beziehung zur Mutter Gottes bekommen. Inzwischen haben Sie geheiratet und sind selbst Mutter geworden. Was konnten Sie von Maria für Ihr Muttersein lernen? Bueno, sí, la Santísima Virgen María tiene una misión muy. Die heiligste Jungfrau Maria hat eine sehr wichtige Mission in der Erlösung und ist für mich die Mutter gewesen, die mich stets führt, mich beschützt oder mir auch mal die Ohren lang zieht. Sie hat mich immer wieder zu Jesus zurückgeführt und dafür gesorgt, dass ich mich nicht von ihm ablenken lasse. Puso en mi corazón. Die seligste Jungfrau hat einige Dinge in mein Herz gepflanzt. Erstens hat sie mein weibliches Wesen gerettet. Sie gab mir die Züchtigkeit wieder, die ich als Model verloren hatte. Sie gab mir diese Weiblichkeit und Reinheit zurück und meinen Wunsch, mich wieder besser zu kleiden. Sie brachte mich dazu, nicht mehr meinen Körper zu zeigen, sondern mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin, und zwar genau so, wie ich bin. Auch wenn ich ein bisschen dicker bin, Leberflecken habe oder meine natürliche Haarfarbe eben diese ist, liebt Gott mich doch genauso, wie ich bin, wie er mich geschaffen hat. Also muss ich mich nicht bemühen, etwas zu sein, das ich nicht bin. Ich muss nicht mehr dieses Erscheinungsbild haben, das die Welt immer vorschreiben will. Es wird immer gesagt, man muss bestimmte Maße haben, um schön zu sein. Aber so wie ich bin, weiß ich, dass ich eine Prinzessin für den Herrn bin. Also muss ich mich weder anstrengen noch versuchen, durch meine äußere Erscheinung zu beeindrucken. Auf der anderen Seite fühlte ich, dass die Jungfräulichkeit für mich immer sehr wichtig war und ebenso als Jungfrau in die Ehe zu kommen. Das war auch das, was meine leibliche Mutter mir immer sagte. Und die Jungfrau Maria gewährte mir tatsächlich diese Gnade, wieder eine Jungfrau vor der Eheschließung zu sein. Das fühlte ich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es war etwas sehr Besonderes, etwas Außergewöhnliches und doch einfach zu empfinden. So lebte ich diese Beziehung mit meinem Freund in Keuschheit. Und es war wunderschön. Denn diese Beziehung konzentrierte sich darauf, die Tugenden, die Werte und auch die Fehler des anderen zu sehen. So konnten wir besser entscheiden, ob wir heiraten und uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen könnten. Denn diese Dinge sind die wichtigsten in einer Partnerschaft. So wollte es Gott immer, damit gute und starke Ehen entstehen. Als wir dann heirateten, wir waren immer offen für die Dinge, die das Leben uns bereithielt, kam mein Sohn. Und als ich mein Kind in den Armen hielt, habe ich zum ersten Mal verstanden, welch große Liebe zwischen Mutter und Kind herrscht.
Und ich glaube, dass Gott, Vater, diese Beziehung zwischen Mutter und Kind, statt der Beziehung zwischen Adam und Eva, suchte, die so stark, ja untrennbar ist. Das Einzige, was ich in jenem Moment empfand, war eine tiefe Achtung. Ich glaube, das ist eine kolumbianische Ausdrucksweise. Und ich dachte, Mutter Maria, wie viel hast du für deinen Sohn gegeben und für ihn gelitten, wo er doch heilig ist und nie einen Fehler hatte, nie sündigte? Ich kann mir diese Beziehung und diesen Schmerz vorstellen, den die Jungfrau Maria bei der Hingabe ihres einzigen Sohnes erlitten hat. Diesen Schmerz, den sie unter dem Kreuz durchlebt haben muss, auf dem Kalvarienberg. Das hat mein Herz berührt und ich sagte mir selbst, würden sie meinen Sohn beschneiden, es würde mich im Inneren töten. Wie könnte ich mir deine Beziehung zu Jesus erst vorstellen? Entschuldigung. Jetzt verstehe ich erst, was eine Mutter durchleben muss, den Schmerz einer Mutter. Und die Liebe. Mittlerweile sind Sie verheiratet, ich habe es vorhin kurz gesagt. Sicherlich hat die Mutter Gottes auch Sie und Ihren Mann zusammengeführt. Wie haben Sie sich kennengelernt? Es ist eine wunderschöne Geschichte. Denn ich wusste nicht, ob ich heiraten, Nonne werden, ins Kloster gehen oder einfach ledig bleiben sollte. Ich wusste es nicht. Also begann ich den Herrn zu fragen, was er von mir erwartete. Aber ich fühlte im Herzen, dass ich einen heiligen Josef wollte. Also bat ich Maria, Mutter, ich bitte dich um einen heiligen Josef. Ich denke, der Herr setzt einem nicht einfach nur aus Spaß einen Wunsch ins Herz. Schon seit ich klein war, habe ich Hochzeiten in der Kirche gesehen und träumte davon, selbst zu heiraten. Also sagte ich dem Herrn, Herr, bitte, so wie du den heiligen Josef zu der Jungfrau Maria wie zu einer Prinzessin führtest, so wünsche ich es mir auch für mich. Bitte führe mich zu meinem persönlichen Josef. Die ganze Welt sagte mir, du bist verrückt. Wenn du dich nicht selbst darum kümmerst, wirst du ihn nicht finden. Doch ich war sicher, für Gott ist nichts unmöglich. Ich denke, ich sollte Vertrauen haben und tun, wie er es mich von Beginn an gelehrt hat. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und der Rest kommt von allein. So steht es geschrieben. Gott lügt nicht und ich glaube an ihn. Ich arbeitete zu der Zeit. Gott hatte mich schon zu einer Arbeit und zu meinem Studium soziale Kommunikation geführt. Ich habe mich dem hingegeben, was für mich bestimmt war. Außerdem war ich Teil einer Gebetsgruppe meiner Freunde, die im gleichen Gebäude wohnten wie ich. Und dort beteten wir jeden Mittwoch gemeinsam den Rosenkranz. An einem Mittwoch erschien aus Neugier mein jetziger Ehemann. Er trat der Gebetsgruppe bei, um den Rosenkranz zu beten und nahm jede Woche teil. Doch ich kannte ihn nicht. Eine meiner Nachbarinnen, die im gleichen Gebäude wohnte wie ich, stellte uns einander vor. Wir lernten uns kennen und wurden Freunde. Später dann auch ein Paar. Und ich sagte ihm, schau, ich bin eine Person, die ihr Leben geändert hat. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Anfänge unseres Deals. Ich fragte mich, wie sollen wir das in unserem Fall als Paar machen? Ich lebe in Keuschheit und in meinem Glauben. Ich bin eine katholische Christin und so lebe ich auch und das werde ich nicht ändern. Wenn du damit einverstanden bist, dann ist das perfekt. Und wenn nicht, kann ich das auch verstehen. Und tschüss. Das hat ihn sehr beeindruckt, denn er sah, wie sicher ich in meinen Überzeugungen und Entscheidungen war. Also akzeptierte er für ein Jahr und 7 oder 8 Monate, ich erinnere mich nicht mehr genau, in Keuschheit zu leben und heiratete mich am 2. August. Schönheit war vor ihrer Bekehrung das Wichtigste in ihrem Leben. Nun, nach ihrer Bekehrung sind sie immer noch schön.
Was bedeutet die äußere Erscheinung Ihnen aber heute? Wow, gracias. Wow, danke. Bueno, antes, früher war ich sehr eitel. Era muy vanidosa. Ich fand mich selbst nicht hübsch. Ich musste immer die Beste sein. No me parecía. Verlangte immer mehr von mir selbst. Wurde immer dünner. Alles musste immer besser sein. Bessere Haare, besseres Make-up. Y bueno, encontrándome con Dios, todo cambia, ¿no? Doch als ich Gott traf, änderte sich alles. Die perfekte Frau, das perfekte Topmodel, ist doch die seligste Jungfrau Maria. Sie zeigt uns, dass die wirkliche Schönheit die innere ist, die, die wir alle im Herzen tragen. Diese ist in Gottes Augen wirklich von Bedeutung und sollte es auch in unseren Augen sein. Ich bin nicht mehr so abhängig von meinem Aussehen. Ich achte auf meine Gesundheit und das einfach nur, weil ich meinem Ehemann gefallen will. Aber ich benutze dieses Geschenk, diese Begabung Gottes auch, um noch andere Seelen für ihn zu gewinnen. Ein Topmodel muss jeden Tag stundenlang im Fitnessstudio trainieren. Wie trainiert ein spirituelles Topmodel? Also, ich möchte verdeutlichen, dass die Jungfrau Maria das Topmodel ist. Sie ist das beste Vorbild für uns. Und ich als ihre Tochter glaube, dass das Gebet das beste Training ist. Und auch der Empfang der Sakramente, der Gehorsam gegenüber der Kirche und unserem Vorgesetzten, der uns so viel Mühe kostet, so wie die Annahme des göttlichen Willens, die das Schwierigste überhaupt ist. Denn manchmal fragen wir uns, warum passiert das ausgerechnet mir? Und schwierig ist es auch, den Weg des Kreuzes zu akzeptieren, den Jesus und die seligste Jungfrau uns vorangehen. Sie zeigen uns keinen Weg des Wohlbefindens, keinen Weg des Glanzes, des Ruhms, des Geldes oder der Bequemlichkeiten. Den Weg des Kreuzes zu akzeptieren bedeutet, die Dinge mit einer Demut und Geduld anzunehmen, die auch ich manchmal verliere. Das ist eine weitere Sünde, die ich beichten muss, meine fehlende Geduld. Man sollte die Widerwärtigkeiten, Demütigungen und Zurückweisungen akzeptieren. Wenn ich diesem Weg folge, werde ich von den einen sehr geliebt und von anderen gehasst und zurückgewiesen werden. Im Grunde geht es genau darum, eine geistliche Begleitung zu haben, mich ständig selbst zu überprüfen und nicht die anderen. Mich jeden Tag im Spiegel anzuschauen und mich zu fragen, wie gut ich den heutigen Auftrag erfüllt habe. Mein Gott, worin habe ich versagt? Was habe ich falsch gemacht? Und es geht auch darum, jeden Tag neu aufzustehen und meinen täglichen Kampf weiterzuführen. Als Model stand Ihr Körper im Mittelpunkt Ihres Lebens. Was bedeutet für Sie heute das Wort des heiligen Paulus? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Sí. Claro. Natürlich. El Espíritu Santo, der Heilige Geist ließ mich durch die Jungfrau verstehen, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und ich ihn mit Würde und Respekt behandeln sollte. Das ist etwas, was ich früher nicht getan hatte. Das war eins der vielen Geschenke, die der Herr mir gemacht hat, den Wert meines Körpers zu verstehen und mich als Frau nicht zu versachlichen, wie ich bereits sagte. Ich sollte die Frauen nicht auf ein Dasein, als Ware oder Objekt reduzieren, sondern sie als etwas betrachten, das Gott wichtig und wertvoll ist, um die heiligste Dreieinigkeit zu beherbergen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich war ein schlechtes Vorbild, denn als Model reduzierte ich alles auf meinen Körper. Ich war nur ein Objekt, mit dem ich sowohl die Blicke der Männer als auch die der Frauen ablenkte.
Ich brachte sie dazu zu denken, wenn ich nicht diese Maße und diesen Körper habe, bin ich nichts wert. Und die Männer brachte ich natürlich in Versuchung, der Perversität und Unzucht. Ich denke, dieser Satz des heiligen Paulus verdeutlicht uns sehr gut, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir das respektieren und unseren Körper so behandeln sollten, wie Gott uns behandelt. Gott hatte auf Ihre Hinwendung zu ihm sicherlich schon gewartet, wie der barmherzige Vater auf den verlorenen Sohn. Haben Sie während Ihrer Zeit als Model den Ruf Gottes irgendwann mal gespürt? Ich glaube schon, aber wegen des großen Lärms achtete ich nicht darauf. Der viele Lärm und die Eitelkeit um mich herum lenkten mich ab und natürlich auch der Umstand, dass ich mich nicht in der Gnade Gottes befand. Die Sünde bricht diese Beziehung auseinander und der Dämon würde einem nicht erlauben, die Stärke zu erlangen, um zu sagen, ich entsage all dem und begebe mich in die Arme des Herrn, in die Arme Gottes. In jedem Moment musste mir etwas Großes passieren, etwas Radikales wie die Abtreibungen und diese innere Leere. Ich musste erst vollständig im Schlamm stecken, um sagen zu können, so geht es nicht weiter. Denn in den Momenten, in denen es mir gut ging, in Anführungszeichen, ich von Geld und Glanz umgeben war, war ich im Herzen doch leer. Aber ich hatte eben nicht diesen Zünder, um die Entscheidung zu treffen und zu sagen, es reicht. Sie haben im ersten Teil unseres Gesprächs gesagt, dass Sie den Rosenkranz gerne und häufig beten. Viele empfinden den Rosenkranz als ein langweiliges Gebet voller Wiederholungen. Was empfinden Sie, wenn Sie den Rosenkranz beten? Das ist wahr. Der Rosenkranz ist ziemlich anspruchsvoll. Als ich zum Beispiel anfing, ihn zu beten, kostete es mich viel Mühe. Ich schlief sogar ein. Daher machte ich es immer im Stehen. Doch je öfter ich ihn betete, umso mehr erfasste ich den Sinn dieses Gebetes. Es ist nicht die Wiederholung um der bloßen Wiederholung willen. Mit jedem Gegrüßet seist du Maria, schenke ich meiner himmlischen Mutter eine Rose und sage ihr, ich liebe dich, Mama. Daher frage ich sie, würde es ihnen nicht gefallen, wenn man ihnen 50 Mal ich liebe dich sagen würde? Mir schon. Mich würde es entzücken, wenn man mir immer wieder sagen würde, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wenn mein Kind mir das sagt, bin ich glücklich. Wie könnte ich meiner Mutter im Himmel nicht sagen, dass ich sie liebe, wo sie doch so große Dinge für uns tut? Wir begreifen die Dimension der Kraft nicht, die die seligste Jungfrau Maria für unsere Seelen aufwendet, auch wenn es uns wehtut, auch wenn wir auf viele Dinge verzichten oder wenn wir uns etwas aus dem Kopf schlagen müssen, was uns Leiden zufügt, ohne dass wir es bemerken. Wie könnten wir es ihr nicht 50 Mal sagen? Und es gibt einen Satz vom heiligen José María Escrivá de Balaguer. Leider erinnere ich mich nicht genau an den Satz. O Heiliger Geist, bitte erleuchte mich. Wie könnten wir nicht 50 Mal das Gegrüßet seist du Maria beten, wo wir doch ununterbrochen sündigen können? Denn im Vergleich zu der Anzahl unserer Fehler und unserer Undankbarkeit für Gott und für sie sind 50 Mal meiner Meinung nach sehr wenig. Es kommt auch nicht darauf an, etwas zu fühlen oder nicht zu fühlen. Manchmal fühle ich Dinge wie zum Beispiel Frieden oder Liebe und habe einfach Gefallen daran, es zu beten, und manchmal fühle ich nichts dabei. Aber ich mache es aus Treue, denn es ist kein Weg des Gefühls, sondern ein Weg der Treue. Ganz herzlichen Dank, Frau Perez, für Ihr ermutigendes Lebenszeugnis und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Gracias a ti. Vielen Dank. Das war der zweite Teil eines Gesprächs mit dem ehemaligen Topmodel Amada Rosa Perez, einer Hauptdarstellerin im Film Mary's Land. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum Wiedersehen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Behüt Sie Gott.